Georg Strasser, ÖVP, ist am Wort. Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, am 25. März 2014 wurde die sogenannte Krisenkommission von dem damaligen Finanzminister Michael Spindlecker eingesetzt. Und zu diesem Zeitpunkt war das ein mutiger Schritt, der durchaus von einem skeptischen Begleitkonzert begleitet war. Es ist aber trotzdem diese Untersuchung der Baustein, der erste Baustein dafür, dass eine gründliche Aufklärung der Geschehnisse rund um die Hyperalpe Adria möglich wird. Jetzt, rund ein Jahr später, ist dieser Bericht eine wichtige Grundlage zum bevorstehenden Untersuchungsausschuss. Und ich sehe es als sehr positives Signal, dass sowohl der Krisenbericht als auch der Untersuchungsausschuss mit der Analyse in Kärnten beginnt, weil ja dort auch alles begonnen hat. Im Sinne der Verbesserung unserer politischen Kultur ersuche ich jetzt schon um sorgsamen Umgang mit den Regeln, Quellen und auch den Personen. Das neue U-Ausschussrecht gibt uns hier neue Möglichkeiten in die Hand. Für sorgsamen Umgang mit der bestehenden Gesetzeslage, für sorgsamen Umgang mit Informationen und Quellen und für sorgsamen Umgang mit den Persönlichkeitsrechten vom im Untersuchungsausschuss Geladenen. Wir stärken damit die Demokratie und machen den U-Ausschuss zu einem wichtigen und ernstzunehmenden Mittel der parlamentarischen Kontrolle. Und es wird sich zeigen, ob dieser Untersuchungsausschuss die Probe für das neue U-Ausschussrecht sein. Und hier können die Oppositionsparteien zeigen, dass sie mit dem neuen Instrument verantwortungsbewusst umgehen können. Ich bin überzeugt davon, dass wir von den Auskunftspersonen weitere Erkenntnisse bekommen werden, die das Bild der Krisenkommission und auch das Bild in der Öffentlichkeit erweitern werden. Unser gemeinsames Ziel muss es sein, ein ordentliches Verfahren abzuarbeiten und vor allem unsere Lehren daraus zu ziehen, damit wir in Österreich derartige Fehlentwicklungen nicht mehr haben brauchen. Für ein starkes und unabhängiges Bankenwesen, für starke Kontrolleinrichtungen und für weniger politische Einflussnahme. Schließen möchte ich mit einem Zitat vom Herrn Kollegen Pogorschek aus einer APA-Aussendung vom 9. Jänner 2015, in der er meint, dass man nichts davon habe, den einen oder anderen an den politischen Pranger zu stellen. Herr Pogorschek, danke für diese Stellungnahme. Sie steht im Einklang mit dem Appell von Frau Dr. Gries, das politische Hickhack in der Aufarbeitung der Geschehnisse beiseite zu lassen. Ich wünsche uns, dass wir diese Verantwortung sehr, sehr ernst nehmen und dass die Regierungsparteien gemeinsam mit der Opposition zusammenarbeiten, damit die Verantwortlichkeiten geklärt werden, damit wir den Schaden minimieren können und damit wir für die Zukunft lernen. In diesem Sinn, danke für die Aufmerksamkeit. Das sind wir den Menschen in unserer Republik wirklich schuldig. Dankeschön.